Moin Leute, willkommen zurück in der Werkstatt. Heute geht es um den Hobel hinter uns. Der zeigt sporadisch immer Kühlwasser an. Ja, wir wissen aber, dass das Kühlwasser in Ordnung ist, also der Füllstand. Somit gehen wir in die elektrische Anlage, schauen mal, welche Fehler vorliegen könnten und zeigen euch noch andere Sensoren. Dann lasst mal anfangen. Jo. Wir haben eben schon mal alles ein bisschen weiter auseinandergebaut. Also das ist der Kühlwassertank hier. Hier sieht man schon, der Kühlwasserstand ist in Ordnung. Er ist zwischen Min und Max. Daher wird es daran nicht liegen. Hier haben wir den Sensor. Ziehen wir einmal schon mal das Kabel ab, wie so ein Kabel aussieht. Ja, ist in Ordnung. So, der Sensor arbeitet wie folgt. Hier innen drin ist ein Magnet drin. Das heißt, er hat zwei verschiedene Positionen einfach nur, der Magnet dann in dem Fall. Entweder in vollen Zustand oder in Ordnungszustand, wie es jetzt ist, und einmal leeren Zustand. Da wird er zwei verschiedene Werte anzeigen. Lars, kannst du mir den Multimeter mal bitte geben? So, wir wollen mal eben den Widerstand überprüfen. Mal gucken, ich glaube, er ist schon richtig eingestellt. Also er soll bei 150 liegen, wenn er voll ist. 150 Ohm. Ja, schauen wir mal. So, was hast du denn hier jetzt alles umgestellt? Siehst du, jetzt habe ich es richtig eingestellt. Also wir haben jetzt 150 Ohm. Das heißt, der Sensor ist in dem Fall, weil es ja der Vollzustand ist, ist in Ordnung. Man kann ihn einfach prüfen, indem man jetzt ein bisschen rauszieht. Jetzt ist er Richtung 0 in dem Fall. Das heißt, es wäre der leere Zustand. So könnt ihr ganz einfach überprüfen, den Sensor, dass er ob in Ordnung ist oder defekt ist. In diesem Fall ist er in Ordnung, weil der Schwimmer ja in dieser Position ist und der Schwimmer sich ja nicht ändert. Daher wird der Fehler wahrscheinlich irgendwo mittendrin im Kabelbaum sein. Vielleicht ein Kabelbruch, vielleicht eine Scheuerstelle. Vielleicht könnte das auch Richtung Steuergerät oder sowas gehen. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Mit. So, wir haben uns jetzt einmal den Schaltplan rausgesucht. Es ist ganz wichtig, dass ihr einmal den Schaltplan aus der Diagnose oder aus dem Herstellerprogramm raussucht. Dann guckt, wo sind die Verbindungsstellen. Hier ist in dem Fall dieser Schaltkasten die nächste Verbindungsstelle. Das heißt, die Kabel sind da als erstes mal verbunden. Darum würde ich jetzt hier einmal den Widerstand abnehmen. Den Stecker. Ja, erstmal den Stecker natürlich. Bei Widerstandsmessungen werden immer mit abgezogenem Stecker durchgeführt. Kannst du mal halten. Die Pins habe ich mir rausgesucht. Gehe mal auf die entsprechenden Pins rauf. Und wir sehen, dass unendlicher Widerstand angezeigt wird. Das bedeutet, dass irgendwo eine Kabelunterbrechung ist von hier. Dann lass doch gleich durchmessen. Achso, ja gut, okay. Machen wir. Ja. Du musst mal eben auf Pin 1 gehen. Ich bin bei mir auf Pin 1, ja. Warte mal eben. Muss ich selber nochmal eben gucken. Jo. Der ist in Ordnung. Dann gehe ich nochmal auf den anderen. Jo, mach ich auch. Aber da kommt gar nichts. Nee, das ist. Da wird eben eine Unterbrechung sein. Ja. Versuch mal, ob du da irgendwie schon am Kabel was zu erkennen ist da bei dir. Ich gucke hier schon mal. Also hier am Stecker sehe ich jetzt nichts genau. Hier ist soweit. Oh, warte mal eben. Kannst du so. Oh, ich glaube, ich hab's. Aber Glück gehabt. Ja, hier ist es. Müssen wir mal aufmachen. Ich glaube, ich mach das mal auf und dann zeig du mal, wie man sowas fleckt. Ich habe hier mal einen Kabelbaum hergeholt, den wir noch liegen hatten, den wir ausgebaut haben, um euch mal zu zeigen, wie man so ein Kabel instand setzt. Wir haben hier schon einmal durchgetrennt. So. Es geht darum, diesen Verbinder einzubauen. Es gibt verschiedene Größen für verschiedene Kabelstärken. Achtet darauf, um optimal die Verbindung herzustellen. Sonst kann es sein, dass die Kabel rausrutschen oder dass er undicht wird. Hier an der Seite sind kleine Überstände. Die schmelzen wir nachher noch zusammen mit dem Heißluftföhn, zeige ich euch gleich. Aber erstmal fangen wir an mit einer Abisolierzange. Ungefähr einen Zentimeter weg von dem Kabel. Ein bisschen gucken, dass die oben verdrillt sind. Dann machen wir den ersten ran. Das heißt, wir stecken ihn einfach in der Mitte ist das Metall oder die Verbindungsstelle. Dann haben wir hier eine Zange. Bitte benutzt keine Wasserpumpenzange, weil wenn ihr Wasserpumpenzangen oder andere Zangen verwendet, kann es sein, dass sie die Oberfläche beschädigt. Nur die freigegebenen Zangen dafür verwenden.
einmal crimpen, andere Seite rein, einmal crimpen. So, jetzt könnte man natürlich ein Feuerzeug nehmen. Das ist aber gefährlich, weil ihr auch die Oberflächen von den Kabeln oder von den Verbindern beschädigen könnt. Darum nutzt bitte einen Heißluftföhn. Einfach an die Stelle ein bisschen mit Abstand ranhalten. Ihr seht schon, die ziehen sich zusammen. Dadurch kann anschließend keine Feuchtigkeit mehr in den Verbinder eintreten. Das hätten wir. Und so ist eine optimale Verbindung hergestellt, ohne Übergangsstände oder Ähnlichem. Es gibt auch die Möglichkeit, wenn ihr den Fehler nicht finden solltet, übergangsweise ein Kabel dann von Steuergerät direkt zum Sensor oder zum Stecker zu ziehen. Das ist allerdings nicht optimal. Am besten ist es, wenn ihr so einen Kabelbaum habt, weil man kann sich ja vorstellen, dass es hier nicht so einfach ist, einen Fehler zu finden, dann lieber weg und... Ah! Guck mal an, da haben wir die neuen doch schon. Wir haben natürlich auch Kabelbäume im Programm. Einmal haben wir hier einen kompletten Motorkabelbaum und einmal haben wir hier einen Kabelbaum für Einspritzung. Die sind bei uns natürlich im Partnerportal vorhanden und ihr könnt sie mit der entsprechenden Referenz raussuchen. Ja, ich habe das hier vorne schon mal alles zusammengebaut bzw. zusammengekrimmt, aber bevor ich alles verbaue bzw. weiter isoliere, gehe ich auf Nummer sicher und messe eben alles einmal durch. Das heißt, ob nicht irgendwo anders so ein Kabelbruch ist. Ja, ich gehe mal auf den gleichen Pin hier wieder rauf. Ja. Das war ja da. Geht. So. Ah, siehst du. Muss der sein. Oh. Jetzt. Ja, passt. Ja. Lassen den anderen auch noch einmal. Ja. Das war ja vorhin auch schon. Passt auch. Langsam mal in die Gegenkontrolle machen. Geh mal beide her. Steck jo, mal rauf. Ich steck mal rauf. Dann messen wir genau wie am Anfang noch einmal die... Den Widerstandswert. Genau, den Widerstandswert. Hier sind jetzt auch die 150 circa zu erwarten. Ja, siehst du, da kann man sagen, okay, 150. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Der Kabel hat ja auch noch einen Widerstand, aber so können wir wirklich sicher gehen, dass nicht woanders noch was gebrochen ist. Ja, dann baue ich hier zusammen und du baust da zusammen. Genau, wir können eben gucken, ob innen drin der Fehlerspeicher bzw. kein Fehler mehr da ist. Und dann können wir erstmal zusammenbauen. Und wenn wir das gemacht haben, dann zeigen wir euch noch weitere Sensoren, was ihr da auch beachten müsst. Genau. So, hier haben wir einmal, sagen wir so, den Motor. Am Motor sind auch sehr viele Sensoren dran. Hier oben kann man zum Beispiel sehen, hier ist einfach ein Drucksensor. Ein Ladedrucksensor gibt es hier zum Beispiel verschiedene Ölstandssensoren. Hier hinten am Schwungrad, hier hinten am Gehäuse hat er noch einen Schwungradsensor. Warte mal, ich zeige euch mal ein paar Sachen, wie man zum Beispiel so einen Sensor ja auch prüft, beziehungsweise was man beachten muss. Hier haben wir ein Beispiel, Ladedrucksensor. Wenn ihr so einen Sensor überprüfen wollt, geht es am besten natürlich über Diagnose. Aber wenn ihr einfach mal grob eben gucken wollt, ob sich was verändert, könnt ihr einfach hier mal drauf achten. Könnt ihr einfach mal so eine Hand umzumachen. Und dann merkt ihr, okay, der Widerstand ändert sich. Aber das ist natürlich noch nicht aussagekräftig, sondern am besten wieder verbauen und gucken, was die Diagnose sagt, ob die Kennlinien übereinander passen, beziehungsweise ob das, oder am Stecker dann gucken, der Kabelbaum, ob es daran vielleicht liegen würde. Hier haben wir nochmal einen Nockenwellensensor. Den gibt es bei uns in zwei Ausführungen. Einmal sagen wir so in dieser Ausführung und einmal andersrum. Das heißt, ihr könnt die beim Einbauen nicht vertauschen. Aber wichtig ist bei dieser Variante ist, den Stecker bzw. das Kabel müsst ihr einmal durch den Rahmen ziehen und müsst ihr dann zusammenbauen. Da müsst ihr wirklich darauf achten, dass der richtig gepolt ist. Ja? Das heißt, das ist ja wirklich wie beim alten. Das heißt, so muss er dann auch zusammengebaut werden. Wichtig ist bei diesen Varianten, das heißt, wenn es einer defekt ist, muss nicht automatisch heißen, dass der andere auch defekt ist. Diese beiden kontrollieren sich. Das heißt, wenn der eine defekt ist, wirklich darauf achten, okay, liegt es wirklich an einen oder beide. Ja? Nicht automatisch gleich beide sagen, okay, die sind kaputt, sondern das kann auch kann auch mehrere Fehler haben, beziehungsweise mehrere Sachen. Gut, Lars hat da hinten noch weitere Sensoren aufgebaut. Die schauen wir uns jetzt an. Und dann schauen wir uns noch an, wie man Stecker nicht zusammenbaut, beziehungsweise wo wir welche gesehen haben, die falsch zusammengebaut worden sind. Hier habe ich noch mal ein paar Sensoren aufgebaut. Beispielsweise haben wir hier den Kühlstandssensor, den wir vorhin nicht austauschen mussten, weil ja das Kabel defekt war. Hier haben wir einen Abgastemperatursensor, hier mit einer thermischen Schutz, damit die Hitze nicht so ans Kabel rangelangt.
Hier haben wir einen Kondenswassersensor. Der zeigt an, wenn unten im Luftkessel Kondenswasser sich gesammelt hat. Das darf da nicht rein oder das darf da nicht drin sein. Deswegen muss es danach abgelassen werden. Dieser Sensor zeigt es an. Anschließend haben wir hier noch einen Kraftstofffüllstandsgeber. Hier mit einem Potentiometer, je nach Füllstand, wird dann der Widerstand geändert. Da sind wir auch schon im vorherigen Video mal drauf eingegangen. Hier haben wir dann einen Sensor mit 7 Pins. Solche Sensoren sind etwas anders zu prüfen wie den Sensor, den wir vorhin hatten. Vorhin haben wir nun Widerstand geprüft. Hier liegt eine Spannungsversorgung drauf. Das bedeutet, schaut bitte, ob die Spannungsversorgung den Vorgaben entspricht. In diesem Fall wird dieser hier mit 5 Volt Spannung versorgt. Und zudem werden dann die anderen Pins dazu benötigt, den Druck oder die Widerstandswerte ans Steuergerät weiterzugeben und den Vorratsdruck der Kreise 1 und 2 anzuzeigen. Hier haben wir nochmal ABS-Sensoren, 2 Ausführungen eines passiven Sensors, einmal gewinkelt, einmal gerade und hier einen aktiven Sensor. Da ist es bei der Prüfung, gibt es 2 verschiedene Varianten. Bei den passiven Sensoren ist es so, dass man hier eine ganz normale Widerstandsmessung durchführen kann, egal wie rum die Pins angeklemmt werden. Da bitte die Herstellervorgaben beachten, da habt ihr dann bestimmten Ohmwerte, der erreicht werden soll. Und bei den aktiven Sensoren ist es nicht ganz so einfach, den zu prüfen. Da müsst ihr unbedingt darauf achten, wie rum ihr das Messgerät anschließt. Weil wenn ihr es falsch rum anschließt, dann wird der Sensor vermutlich zerstört. Von daher bitte die Herstellervorgaben beachten und am besten eine Fehlerdiagnose mit der Diagnose durchführen. Hier haben wir nochmal ein paar Repsätze aufgebaut. Da werden wir gleich nochmal darauf eingehen, worauf man beim Verbau achten muss und was da sonst noch für so viele Fehler auftauchen können. Ja, da gehen wir mal hin. Ach, ganz vergessen. Wir zeigen euch jetzt erstmal, wie wir im Rahmen des DTQS verschiedenste Sensoren prüfen können. Wichtig ist auch, dass ihr darauf achtet, ob der Sensor zum Fahrzeug angelernt werden muss. Teilweise gibt es Sensoren, die mit Diagnose angelernt werden müssen, stellenweise geht es auch ohne. Da bitte die Herstellervorgaben beachten. So, hier haben wir schon mal was vorbereitet. Wir haben einmal die Variante, wie es aussehen soll. Das heißt, hier vorne sieht man, dass die Litzen richtig verkrimmt sind und die Dichtung auch verkrimmt ist. Dafür gibt es verschiedene Zangen, verschiedene Varianten. Bitte versucht dann nicht mit irgendwelchen Wasserpumpenzangen oder mit einem Schraubstock oder sowas, was selber zu basteln, sondern nimmt richtiges Werkzeug dafür, damit es auch wirklich vernünftig verarbeitet ist. Wir haben hier zum Beispiel eine Variante, da haben wir es einfach, da wurde es nicht richtig gemacht, da haben wir es einfach mit der Zange nur gemacht und ich kann es so rausziehen, das heißt, es ist nicht richtig miteinander verkrimmt und im Stecker würde ich, wenn ich es einmal zusammenbaue, beziehungsweise das Gegenstück kommt, würde er uns so das Kabel nach hinten rausschieben. Dann haben wir noch einmal die Variante, dass keine Dichtung verbaut ist. Das bedeutet in dem Fall, wenn ich es jetzt hier zusammenstecken würde, so wie es denn sein wird, habe ich es jetzt drinne. Das heißt, das Wasser würde so reinlaufen. Gegenzug die andere Seite, sehen wir ein Beispiel, dichte das ab. Das heißt, er geht auch schon etwas schwer rein, weil er natürlich die Dichtung verarbeiten muss. Beziehungsweise muss ich ja natürlich erstmal setzen. Und dadurch kann kein Wasser reinlaufen. Und der Stecker ist natürlich so in der Variante vernünftig verarbeitet. Jetzt haben wir noch was zum Thema Abisolieren. Wir haben jetzt zum Beispiel Kabel. So, bei welchen habe ich das schon mal gesehen, die einfach dann wild drauf einschneiden, Ich ziehe das Kabel ab. Einmal noch auf der anderen Seite. Zack, ziehen das Kabel ab und fangen hier vorne, machen sie weiter. Sehen aber natürlich nicht, dass sie hier hinten schon Einschnitte gemacht haben. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Stecker, Reparatursätze oder sonstiges, wendet euch ruhig an unseren Helpdesk. Übrigens, um Zeit und Geld zu sparen, haben wir für kleine Reparaturen verschiedenste Repsätze für Stecker im Sortiment. Gut, der Fehler ist behoben. Was haben wir heute alles gelernt, beziehungsweise was muss man alles machen? Wichtig ist bei solchen Sachen, bitte achtet darauf, wenn ihr so einen Sensor habt, was ist die Aufgabe? Das heißt, ihr kriegt ein Eingangssignal, wie sieht das Ausgangssignal aus? Da müsst ihr drauf achten. Manchmal liegt es auch nur an der kleinen Sicherung,
Ja, daher bitte auch auf den Sicherungskasten drauf achten. In dem Fall ja, war es natürlich ein anderer Fehler. Aber es kann auch ein paar Kleinigkeiten sein. Eine Sache haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt, dass die Sensoren auch mal innerhalb eines großen Bauteils vorhanden sein können. Das heißt, sie können nicht einzeln ausgetauscht werden teilweise. Da bitte die Herstellerinformationen beachten und dann gegebenenfalls den kompletten Bausatz oder den kompletten Artikel austauschen. Sonst habe ich eigentlich auch nichts mehr. Dann würde ich sagen, fahr du mal los, ich räume hier ein bisschen auf. Das hört sich gut an. Das hört sich gut an. Ja. Dann machen wir das so und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.